Hallo Jungs und willkommen zur dritten Folge von Minecraft Lost. Und wir haben eine Blutmondnacht. Oh, Alexander! Hallo! Ne? Mach doch die Tür zu! Ich kann doch nicht, was soll ich machen? Das Ding ist, Leute, wir haben den Server resettet und haben ein paar Minuten gebraucht, bis wir aufgekommen sind. Es ist einfach mitten in der Nacht deswegen gewesen. Jetzt ist es gerade, also der Blutmond geht unter. Das ist, wenn Blutmond ist, dann sind besonders viele Monster da. Also ich meine, als ob hier schon nicht genug Monster sind. Falls ihr die letzten Folgen von Minecraft Lost nicht gesehen habt, Leute, schaut da vorbei. Wir haben jetzt ein kleines Problem. Ja, definitiv. Nein, es ist gut. Also. Oh shit, ich wurde vergiftet. Nein, das ist eine Witch. Wir werden das doch niemals jetzt. Oh nein. Gott. Wir werden das niemals jetzt überleben. Wir werden das niemals überleben. Auf gar keinen Fall. Never ever. No chance. No chance. Absolut keine Überlebenschance. Okay, wir laufen sofort rüber. Jetzt sind wir draußen. Jetzt müssen wir sofort laufen. Laufen im großen Abstand, okay? Alter, ja, wie viele Hunde sind hier denn? Alter! Das ist nicht normal! Warum? Das ist nicht normal, Leute. Wir fangen gerade sozusagen wieder hier von vorne an, wie wir, weil wir in den letzten Folgen gestorben sind. Ja, ich werde jetzt mit dem halben Herzen hier möglicherweise sogar tatsächlich überleben. Alter, ja, super geil. Aber jetzt bin ich mit den Hunden da auch down. Also, nein. Das macht so auch keinen Sinn. Ich glaube, wir müssen noch einmal richtig neu anfangen. Ohne Blutmund. Das war ein blöder Zufall. Ja. Okay, Leute, der Server läuft wieder. Sander und ich joinen jetzt direkt drauf. Hoffentlich haben wir keinen Blutmond. Hoffentlich haben wir einen ganz normalen, wunderschönen Tag hier in unserer dritten Folge von der Minecraft Lost. Willkommen zurück. Hallo. Jawohl, wir sind wieder hier am Start, Leute. Das hier ist unsere Startkabine. Wir sind, wie gesagt, abgestellt auf diesen fremden Planeten. Und unser einziges Ziel, Zander, ist es, wieder zurück zur Erde zu kommen. Und wir sollten nicht sprinten, haben die Leute gesagt. Das macht einen auch wärmer. Ja, das kann sogar sein. Ich baue jetzt aber ganz schnell eben Kakteen ab. Ja, ganz wichtig. Werde dann sofort wieder zurückkommen, weil das Ding ist, wir können dann versuchen, mit den Kakteen uns so eine kleine Falle zu bauen. Das wird nämlich auch in die Kommentare reingeschrieben. Ihr habt so viele geile Kommentare geschrieben mit wirklich Vorschlägen, Leute, was ihr euch machen könnt. Vielen, vielen Dank dafür. Wir haben uns das nochmal alles durchgelesen, weil diesmal wollen wir es schaffen. Wir wollen nicht hier schon wieder sterben. Dieses Wasser hier, das ist auch ganz wichtig. Das müssen wir diesmal in unsere Base integrieren. Deswegen baue ich hier gerade mal so seitlich hier rein in den hinteren Raum. Damit wir hier einfach das mit in die Base reinbauen, weil im Wasser können wir uns zumindest nachts können wir uns gut abkühlen. Ob tagsüber das auch funktioniert, das müssen wir nochmal testen. Manche haben geschrieben, Wasser bringt dann immer auf so eine orangene Temperatur. Ihr seht, die Temperatur ist genau unten in der Mitte hier über der Leiste, dieser im Moment so grau-orange Ball. Und andere haben gesagt, das macht einfach nur den Wechsel zur Temperatur schneller. Also nachts, wenn es kalt ist und man da reingeht, wird man schneller kalt. Tagsüber, wenn es warm ist und man da reingeht, wird man schneller warm. Dementsprechend sollte man tagsüber nicht rein. Manche haben auch gesagt, wir sollen es umleiten. Das scheint aber wohl in unserer Version nicht zu funktionieren, weil es auch zu einfach wäre. Aber so wie Zander hier reinstellen, können wir uns. Erstmal jetzt aber hier kurz in die Kiste rein. Ihr wisst ja, wir haben immer noch unser Questbuch. Und hier müssen wir erstmal die ganzen Sachen hier alle einmal rausballern. So. Guck mal, ich hab schon 35 Kakteen. Nice. Die müssen wir anbauen. Ja, genau. Am besten auf dem Sand direkt. Aber wir sollten auch gucken, dass wir so schnell wie möglich unseren Raum hier so. Hol dir mal ganz viel Sand. Hol dir ganz viel Sand. Ich mach mal kurz die Quest hier fertig. Also, Basic Survival. Ihr kennt es mittlerweile. Hier, completed. Jetzt können wir claim. Jetzt habe ich hier neue Sachen. Das war ich. Das war nur das Geräusch, weil ich die Sachen geclaimed habe. Wir haben nämlich jetzt hier einen Loot-Chest. Mal gucken, was wir da drin haben. Ist immer zufällig, was man bekommt. Ich baue den gerade mal hier auf. Ich habe 5 Bruchsteine. 5 Cobblestone. Also eigentlich ist, ich wollte gerade sagen, es ist scheiße, aber eigentlich ist gar nicht schlecht, weil man einen Ofen machen kann. Aber wir können keinen Ofen machen, weil es nur 5 Stück sind. Also ich würde sagen, das ist eher Kacke. Wir können ja erstmal verbauen. Ja gut, aber können wir auch Sand und Sandstein verbauen, ist glaube ich besser. Ich mache nochmal ich habe ja noch ein crazy Ding hier, noch ein Chance Cube, ne? Also ein Lucky Block haben wir noch, den ballern wir nochmal hin. 3, 2, 1 und... Diamant! Nice! Ey, Diamant und Redstone hoch? Komm mal schnell her, Dina. Ja, komm mal. Hier ist eine Kiste oder sowas. Was? Wo? Ja, hier ist irgendwas. Aber warte mal. Hä? Kiste. Öffne. Wie bist du denn daran gekommen? Ich baue hier doch einfach Sand ab. Ich habe die gerade gesehen, hinter mir. Alles klar. Okay. Ich habe 32 Sand schon. Ich baue jetzt alles mit der Hand ab. Das TNT runter, Geh weg, Thunder! Oh nein! Wow! Alter, was ist alles in der Kiste drin? Da ist irgendein Trank! Alles einsammeln! Was war das, Alter? Da vorne ist noch eine. Nee, das ist die innere Kiste. Das ist die innere Kiste, glaube ich. Ja. Können die von unten denn jetzt irgendwie in unser Ding rein? Unser Schiff eigentlich? Ja, wir sollten irgendwas auch machen. Ich guck mal kurz, wir haben einen Laser Blaster Barrel bekommen von Laser Creeper Robo Dino Rider from Space. Keine Ahnung, was das ist, aber es hört sich crazy an. Wir können Gold Crop Dongle haben wir bekommen. Creeper Chili Sauce. Use as Jetpack Fuel? Wir haben Jetpack Fuel bekommen. Ja, hier können wir Kisten zu Eisentruhen machen.
Und Gemeister Stein. Sehr, sehr warm, ne? Also wir müssen echt aufpassen. Und weißt du, was wir vergessen haben? Was? Wir vergessen uns die Leben zu geben. Oh. Willst du das kurz machen? Dann kannst du uns kurz die Leben geben. Weil wir so schnell auf den Server gekommen sind. Ja, warte kurz. Weil sonst Leute sind, haben wir entweder unendlich Leben oder sind nach einem Leben tot. Ich weiß nicht genau, wie es dann eingestellt ist. Wie hieß das denn nochmal? Irgendwas mit Hearts. Hearts. Und ich will mir mal kurz den den Sand. Irgendwas mit Live. Ja, hab ich ja. Live hieß das. Okay. Na, pass auf. Jawohl, Leute, jetzt gibt's die Leben hier. Jetzt wird hier alles eingeballert. So. War nur diese Wasserquelle hier noch mit drin. Okay, weil wir müssen ganz wichtig, Leute, dass wir nachts in diese Wasserquelle hier rein können. Ja, hier, was ist? Ein Leben. Okay, ein Leben. Hopp. So, und wie viel? 9 haben wir jetzt. Remaining Life 9. Ja, haben wir jetzt 10. Perfekt. Okay, Leute, weil wir haben ja zusammen die Leben. Und zusammen haben wir jetzt die 9 Leben. Kannst du mit deinem Sand hier bitte auch nochmal zubauen helfen? Das wäre... Ja, klar. Perfekt. Natürlich. Aber ich bin schon sehr warm. Ne? Also und Sandstein. Kritisch schon. Bist du schon orange? Komm, ich bin orange. Ich gehe jetzt mal mit einem Orange ins Wasser. Ja, es geht runter, es geht runter. Oh! Echt? Ja, zumindest leicht. Ich glaube, es bleibt dann auf diesen super Orangen. Aber es ist runtergegangen. Es ist runtergegangen. Wir müssen mal gucken, dass der von oben jetzt keine Zombies direkt. Ja, wir müssen Sandstein. Du hast doch Sand, da musst du Sand. Du hast mehr Sand als ich. Ja, ich habe 20 Sand. Dann mach nochmal Sandstein daraus. Ja, 5 Sandstein habe ich jetzt. Ja, immerhin. Zumindest die Seiten davon zumachen. Naja, wir müssen mehr Sand holen noch. Ja, so gar nicht so einfach. Oh, warte mal, hier ist denn. Oh, die Sonne geht schon bald unter, ey. Wir haben schon 5 Uhr abends. Wir müssen auf der anderen Seite noch zumachen. Ja, wobei, wir können die Tür zumachen, dann brauchen wir das da vorne nicht. Warte mal, ich baue hier unten noch Sand ab. Ja, sehr gut. Aber du müsstest doch auch noch richtig viel Sand haben, oder? Die nee, ich habe alles schon verbaut. Ich habe das ja alles da gebaut. Okay. Okay, haben ich baue hier vorne. Ah, ich habe doch diese Schaufel. Oder? Warte mal, du kannst ja, ich habe eine Schaufel, ich habe eine Schaufel. Das ist sehr gut, weil aber jetzt ist es eh dunkel. Noch. Jetzt haben wir kein Problem mehr. Okay, zwei Steine. Ja, ich bringe nichts gerade her. Wir haben ja noch so richtig viel mitgenommen. Dann haben wir alles zu. Okay, ich komme jetzt zurück. Also hier, Leute, machen wir noch nicht zu. Das müssen wir später machen. Ich mache nur zur Safety. Ja. So, damit nicht irgendwie diese Tür hier aussehen wird. Alles zu. Wir haben alles zu. Sehr gut. Perfekt. So, jetzt können wir nämlich hier... Okay, ich hab so zugemacht, dass hier auch nichts mehr reinkommt. Ich bin komplett grau wieder. Ich noch nicht. Ich gehe mal rein. Ja, genau. Jetzt kühlt dann das Wasser runter. Okay. Weil jetzt ist es ja so, Leute, dass es hier auch Nacht ist. Also schön hier, schön runterkühlen. Wir brauchen dringend auch Fackeln und irgendwas, ne, damit wir weitermachen können. Ja, irgendwas brauchen wir auf jeden Fall. Was ist denn alles in der Kiste drin gewesen oder ist das alles kaputt gegangen? Nee, ich habe alles. Da war eine Schaufel, ja, ich benutze also sowas wie eine Schaufel. Laser Barrel Shizzle, was das ist. Weiß ich, ob man damit schlagen kann oder irgendwas? Keine Ahnung. Ich schlag dich lieber nicht. Ich tue es mal hier rein. Bitte nicht schlagen. Ich tue es mal rein. Ist auch zugebaut. Okay, perfekt. Wir können auf jeden Fall zwei Kisten zu einer Eichen-Redstone-Truhe. Ach, das war eine Redstone-Truhe, deswegen ist alles explodiert. Alter, das war eine Falle einfach, warum auch immer. Wir haben eine Creeper-Chili-Sauce, die kann man benutzen zum Fliegen. Für ein Jetpack. Aber ich meine, da müssen wir erstmal ein Jetpack haben. Wir müssen jetzt dringend unseren Baum bauen. Das ist eigentlich die Number One Priority. Aber dann lass doch hier unten, pass auf, das Ding ist, wir könnten rein theoretisch hier unten einen Raum reinbauen, wo wir alles machen können unter der Erde. Ja, weißt du, wie wir am besten den bauen? Wir bauen den hier unter dem Schiff, weil wenn wir unter dem Schiff stürzen hier alles ein. Ja. Dann kann man es viel besser bauen. Haben wir irgendwas, um Licht zu machen? Nee, ne? Nee, gar nichts. Ich wüsste jetzt nicht. Hast du wenn wir Holz haben, können wir Holzkohle machen. Oh Gott, hier ist offen. Aus der Holzkohle? Ja, warte. Oh, hab ich ganz vergessen, dass da ja offen ist. Du hast keine Pickaxe, ne? Wir können auch keine Holzkohle machen, weil wir keinen Ofen machen können. So, wir machen hier aber eine Leiter hin. Weil wir müssen erst für Holz, müssen wir auch so auf jeden Fall erstmal halt ein bisschen was abbauen. Ich habe 2 Sticks, aber das war's halt, ne? Ich guck halt mal. Aber das ist doch schon mal eine gute Idee hier, dass wir hier drunter bauen auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich versuche dieses Loch hier mal zuzumachen. Oh Gott, das wird nichts. Okay, das Loch können wir erstmal nicht zumachen, das ist ein bisschen ein Problem. Ja, pass auf, das Loch müssen wir vergessen für den Moment, weil das hätten wir noch zumachen müssen, das war schade, weil das hätten wir gut benutzen können. Aber jetzt werden die sich... am nächsten Tag machen. Ja, aber die werden sich da drin sammeln und nicht sterben, weil es darin dunkel ist. Das ist ein bisschen das Problem. Aber mal schauen. Und hier ist einfach dunkel. Können wir mal hier gucken, wie weit wir hier... Ja, das ist voll dunkel, ne? Oh fuck, da sind die Welche dran. Oh Gott. Ja, guck mal, aber hier können wir schon mal hoch, das ist schon mal gut. Boah, guck mal, du kannst dich noch mehr abkühlen, glaube ich, ne? Ja, ich bin grau. Ja, wir können bis genau grau können wir runtergehen.
Perfekt, ja, das ist wichtig. Das will ich, aber noch das ganze Wasser, das tue ich auch nochmal wieder hier hin zurück. Ach, mein Gott, ich hab jetzt das Gefühl, wir sind richtig intelligent. Weil wir jetzt genau wissen, wie es geht. Aber eigentlich waren es die Zuschauer, die uns ganz gegeben haben. Na, danke auf jeden Fall an die Zuschauer. Das war, es ist zu dunkel und wir sehen nichts. Ja, wir müssen mal so ein Lichtschach und ich meine, wo kommt das Licht denn her? Irgendwas macht ja Licht, ne? Die Lava macht das Licht. Ist das alles, was Licht macht? Ja. Dann können wir aber mal hier eher mal nach unten durchbauen, weil dann kommt vielleicht, sehen wir mal ein bisschen, Ja, stimmt. Das kommt dann vielleicht durch. Das scheint dann... Warte mal, ich geh mal kurz runter und guck, ob das klappt. Ist das, was ich abbaue, überhaupt richtig? Ja, ne? Ich weiß gar nicht, wo du was abbaust, weil ich glaube, bis dahin haben wir noch gar nicht beigebaut. Ja, ich glaube, das ist einer zu weit. Ich mach's trotzdem einmal. Guck mal, ich stehe hier auf dem Block, der sozusagen... Nee, oh Gott, bei mir sind ganz viele Monster da. Ha! Ich baue jetzt nach oben einen Block ab. Siehst du den? Naja, das ist zu weit, das ist zu weit. Oh Gott. Das ist zu weit, Zander. Ich baue den letzten ab, der geht, ja? Der braucht dringend eine Art Spitzhacke. Warte mal, das kann sein, dass wir hier Zombies durch das Loch locken können. Ja, auf jeden Fall müssen wir auf jeden Fall jetzt eine Falle machen. Jetzt kommt aber richtig viel Licht hier rein. Guck mal, okay, nice. Okay. Alter, hier sind so unendlich viele Monster. Das ist richtig nicht gut. Ich baue da mal einen Block wieder hin. Das ist definitiv nicht gut. Und ich habe hier so ein Loch gebaut und vielleicht haben wir so... Ja, richtig viel Licht hier. Ja, das ist aber besser als vorher. Ja, das stimmt. Ja, lass das hier auf jeden Fall so schnell so viel bauen, dass man hier einen Baum anpflanzen kann. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und was du schon gesagt hast, man muss nachts halt immer sich um seine Temperatur kümmern, dass die so niedrig wie irgendwie geht, weil dann wird man nachts tagsüber gar nicht so heiß, weil man dann so ein bisschen Zeit hat. Nein, die sollen nicht abbauen. Warum? Das ist gefährlich. Ja, weil da oben ist ein Loch zu den Zombies. Okay. Und wenn die da reinfallen, dann können wir die töten für verrottetes Fleisch. So, dann bauen wir jetzt hier mal schön alles gerade ab. Wir müssen nur hier so einen großen Raum machen, dass man einen Baum anpflanzen kann, verstehst du? Ja. Reicht das hier schon? Ich glaube schon. Lass doch lieber einen noch ziehen. Einen runter noch. Ja. Wie lange hält denn dein Werkzeug, was du da hast? Ultra lange, Alter. Das ist voll geil. Gut. Ich sehe noch nichts mehr. Hier drunten ist es wieder so ultra dunkel. Ha? Ich bin Heuballen reingefallen. Wir haben noch einen String. Ja, gut, immerhin. Wie viele Strings haben wir denn schon? Ich habe keinen einzigen String. Ich baue jetzt gerade mal den Eichensetzling ab. Zwei Strings haben wir. Hin. Und jetzt mache ich hier, ich sehe nichts, muss alles blind machen, mal das Knochenmehl drauf. Ja, nice, cool. Ist ein Baum gewachsen? Ah, es ist einer gewachsen, ich habe nichts gemerkt. Ja. Nice, okay. Dann sollten wir den dringend hier mal abbauen. Wir bauen ihn jetzt ab und dann machen wir... Ja. Aus einem Holz machen wir dann, können wir da nicht irgendwie Kohle rausmachen? Wie war das denn nochmal? Ja, nur mit einem. Da brauchen wir Bruchstein erstmal, dann müssen wir erstmal einen Ofen bauen. Ach, genau, den Ofen müssen wir machen, ne? Ja. Okay, den Baum habe ich abgebaut. Bauch das ganze Laub mal ab und kannst du mir das Holz geben? Ich mache dir die nächste Quest weiter. Ja, warte, hier. Hast du es gekriegt? Ne, das liegt hier unten in der Ecke. Ja, ich glaube es mir. Ja, jetzt hab ich's. Ja. Immerhin 4 Holz. Hier, warte mal, Sapling? Den kann ich ja nehmen. Warte, ich habe auch ein bisschen Baumwolle. Ja, Sapling, hast du Baumwolle oder soll ich dir geben? Ja, hab ich. Also okay. 3 Stück. Ich geb dir was, warte. Ich habe ja richtig viel. Wenn wir dieses Werkzeug haben, was wir in der zweiten Folge hatten, weißt du? Diesen komischen Stab, wo du doch gesagt hast, was kann man damit machen? Ja. Damit müssen wir dann. Kann man Würmer rausholen aus diesen Bäumen. Dann können wir die Bäume infizieren. Und dann können wir da dieses Mycelium oder wie das heißt, glaube ich, rauskriegen. Ich gebe dir mal das Werkzeug hier, die Schaufel. Ja. Hier, pass auf, und hier. Da kannst du auch noch mal ein bisschen größer ausbauen, wenn du möchtest, da unten. Boah, die ist ja echt wirklich, die hält ja richtig. Ultra geil, ne? So, ja. Leute, wir kümmern uns kurz mal um die Quest, denn wir haben das jetzt gemacht, aber es geht natürlich noch weiter. So, wir können hier alles mögliche noch töten, das werden wir auch noch machen, aber jetzt hier, more tables müssen wir als erstes machen, um weiterzukommen. Das heißt, die ganzen Sachen hier müssen wir einmal bauen. Wir fangen mal an mit dem Werkzeugteilbauer. Als allererst, oh Gott, ich brauche mehr Holz. Ja, ich habe noch ganz viel Holz hier und ich baue gerade ab. Wir bauen jetzt hier einmal die Werkbank. So, die Werkbank können wir direkt weiterbauen zu einer Werkstation. Das müssen wir auch machen. Dann setze ich die hier einmal... Kann ich die da hinsetzen? Na, ich hoffe, dass ich Äpfel hier rauskriege. Das wäre schön. Jetzt brauche ich einen... Das hier, Cooling Coil. Das müssen wir auf jeden Fall später auch bauen. Aber das ist ziemlich, ziemlich teuer. Brauchen wir Diamant-Charts, nämlich die echt teuer sind. Brauchen wir noch hier Obsidian und Gold und sowas. Also das müssen wir irgendwann später bauen. Das ist wie eine Art Klimaanlage sozusagen. Das habt ihr jetzt auch geschrieben. Aber das eher kommt erst noch ein bisschen später. Noch müssen wir uns hier mit dem Wasser kalt halten. Okay, wir brauchen den Werkzeugteilbau. Niemals habe ich genug Holz dafür. Werkzeug. Teilbauer. Perfekt.
Das läuft ganz gut. Hier unten kann man richtig gut den Baum anpflanzen. Der wächst jetzt auch gut. Also ohne Probleme. Sehr gut. Wie viel Holz hast du schon? Ich habe jetzt, glaube ich, 8. Dann hole ich mir das nochmal. Unverarbeitet. Ja, ich komme nochmal und hole mir die. Habt ihr das hier hin? Ups. Hier, ich bin neben dir. Warte. Hier. Echt geil, wie wir so einen Durchgang gebaut haben, um so minimales Licht hier zu haben, immerhin. Hier, nimm mal den Apfel noch. Ja, einen Apfel, sehr schön. Ja, genau, den kannst du dann gleich mal essen, weil ich denke mal, dass ich jetzt gleich noch einen kriegen werde. Ja, den haben wir direkt mal reingepfeffert. So, es ist auch jetzt 4.45 Uhr, also bald, Leute, ist wieder Tag. Ich meine, wir können hier, haben wir hier Fenster? Nee, wir haben nicht mal Fenster, wir haben nicht mal irgendwo ein Mini-Fenster. Wir sind echt komplett, aber wir hören nur alles draußen, aber wir sind ultra produktiv, also für unsere Verhältnisse. Ja. Ist noch, für unsere Verhältnisse, ist noch Nacht? Ja, aber nicht mehr lange. Ja, ne? Ist fast Tag, okay. Aber. Okay, wir haben 13 Saplinge, ne? Also wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr Dirt am Start haben, dann geht's auf jeden Fall ab. So, wir bauen jetzt den. Jetzt Oh nein, ich brauch ein Holz. Hast du ein Holz, noch ein unverarbeitetes? Weil ich habe alle verarbeitet, ich Dummkopf. Ja, krass, wir haben keinen Baum mehr. Was? Ich hab noch welche. Der Baum wächst nicht. Hast du den irgendwie anders gebaut als davor? Nee, gar nicht. Ich habe nichts verändert. Okay. Dann baue ich nochmal. Ich baue nochmal was drauf. Jetzt. Ja. Aber wir haben nur noch 25. Das ist gefährlich. Dann jetzt ein bisschen, ja, aber wir können auf jeden Fall aus den Dingens können wir noch ganz viel rausholen. Haben wir denn mehrere Setzlinge mittlerweile? Und ich brauche ein Holz mal. Ich habe 12 Stück. Ich habe kein Holz. Nee. Okay. Hier. Danke. Ich baue den Rest ab. Ja, kannst du den hochbringen? Ja. Dann mache ich schon mal hier, baue ich mal kurz, dass wir die Quest hier mal fertig durchballern können. So. Okay, also den Werkzeugteil aber. So, der ist jetzt auch am Start. Dann brauchen wir den. Ist in deinem Inventar das Holz? Ja, danke schön. Schablonentisch und Werkzeugstation. Schablonentisch, erstmal Werkzeugstation. Was ist das denn jetzt? Ah, da brauchen wir noch eine Werkbank. Ist irgendein Gewitter oder was draußen, ne? So, jetzt können wir es bauen. Zack, haben wir es auch. Dann brauchen wir die Schablonen. Die Mumien sterben nicht bei Dingens, ne? Das ich heißt, weiß, eben. Außenrum das ist jetzt, genau das Problem. Es sind überall jetzt fette Mumien, um die wir uns gleich mal irgendwie kümmern müssen. Ja, ich mache jetzt hier gerade schon mal, ich schlage dich schon ein bisschen, weil ich brauche auf jeden Fall Fleisch jetzt gleich. Und jetzt kommt der Sandsturm. Schablonentruhe noch, dann habe ich alles. Schablonentruhe. Perfekt. Eigentlich habe ich jetzt alles. Mal kurz gucken. Jawohl, alles ja, completed, Leute. Claim. Du kannst auch immer claim übrigens. Wir kriegen das doppelt. Oh ja, wir kriegen das. Du musst auch noch claim von dem ersten Mal. Warte. Quest. Wir gucken mal raus hier, was mit den ganzen... Claim. Ja. Yo. Und? Der andere habe ich auch geclaimed jetzt. Sind beide geclaimed. Ja, jetzt, okay. jetzt hast du... Ich habe eine Chest bekommen. Eben. Die kannst du aufmachen. Mach ich auch mal gucken, was drin ist. Und? 100 tote Büsche. 100 tote Büsche, was? Keine Ahnung. Okay. Mach das Geschenk, mach diesen Lucky Block Geschenkteil, mach das nicht auf. Ja, oh Gott, geh nicht ins Wasser, das macht einen heiß. Ich hab ich das gerade. Ich brauch unbedingt Essen. Ja. Wieso kommst du gerade, hast du gerade Herzen verloren? Ja, ich verliere jetzt gerade Herzen, weil ich verhungere. Ach so, wieso hast du mir das denn gegeben? Ist hier nicht irgendwo Essen? Du wirst sterben, wenn wir nicht zu essen haben. Wir brauchen dringend Fleisch von denen. Alter, was ist das denn? Was? Ey, Sander, komm zurück! Warte mal, sammel mal das verrottete Fleisch rechts auf! Ja, Mario, komm zurück, Sander! Komm rein, ey, komm rein! Ich hab zugebaut, nimm das Fleisch! Ich nehme das Fleisch. Hier, immerhin ein Fleisch. Aber ich kam noch nicht dran. Oh Gott. Ich direkt das Fleisch. Leute, das war's für die heutige Folge hier von Minecraft Lost. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ihr seht, wir haben noch kein einziges Leben verloren. Ja, 10 Leben sind noch da. Wir sind ganz gut dabei bei diesem Versuch. Ich hoffe, wir schaffen es jetzt wirklich. Auf jeden Fall geht's morgen um 15 Uhr weiter mit der nächsten Folge hier von Minecraft Lost. Wenn es euch gefallen hat dann und ihr mehr sehen wollt, dann drückt auf jeden Fall mal fett den Daumen nach oben. Wenn ihr mehr von Zander sehen wollt, geht auf seinen Kanal. Link zu ihm ist ganz oben in der Beschreibung drin. Und das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Mach's gut. Ciao.